Cyrils Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils, ja, und wir haben soeben ein paar Impressionen zu Shiftago gemacht. Was sind meine Gedanken zum Spiel aus dem Hause Viva Games? Ja, das Erste, was sich mir aufdrängt, schon beim Öffnen der Verpackung hatte ich den ersten Gedanken, Abalone, andere Box, Abmessung, Abalone ist, glaube ich, sechseckig, wenn ich mich recht entsinne. Und viereckige Boxen mag ich lieber bei ganz nebenbei. Auch wenn sechseckig natürlich anders auf dem Regal aussieht als viereckig. Aber egal. Dann mit mal, nachdem ich die Regeln gelesen habe, habe ich wieder vier gewinnt. Ah, Abalone trifft vier gewinnt. Naja, nee, doch irgendwie nicht. Das waren meine ersten Eindrücke von der Basisvariante von Express, weil das ist ja im Grunde so, das ist 5 oder 4 gewinnt, je nachdem, mit wie vielen ich spiele. 5 in der 2er, 4 in der 3er oder 4er Variante. Das ist 4 gewinnt oder eben 5 gewinnt. Aber dann habe ich weitergelesen und habe gelesen, es gibt ja auch noch die Experten- oder die Extremvariante, wo ich also wieder Sachen rausnehme. Da habe ich ganz kurz an ein Spiel von Cryptozoic gedacht. Irgendwas mit X, ich kann mich nicht mehr dran entsinnen. Spielt auch keine Rolle, wo man das mit kleinen Xen gemacht hat. Das war auch so eine Art Tic-Tac-Toe für Erwachsene, auch eine nette, wirklich nette Sache. Diese abstrakten Strategiespiele, die haben irgendwas. Die haben immer irgendwas, wenn das Material dazu auch passt. Und hier diese Glasperlen, die passen natürlich hervorragend. Auch der Karton, dass das so gemacht ist, dass man einfach nur den Deckel abhebt und losspielt. Dieses Spiel hat etwas. Dieses Spiel hatte das absolute Feeling eines klassischen Familienspiels für zu Hause, was man seit 20 Jahren auf dem Regal hat oder auch für die nächsten 20 Jahre und immer mal wieder hervorbringt. Das ist natürlich kein Spiel, wo jetzt derjenige, der unbedingt Miniaturen, also cool Mini-or-Nord-Spiele oder sowas haben will, wo der jetzt sagt, oh, wow, was für eine ausgefallene Idee. Oder wo der Uwe Rosenberg-Fan einen Herzsprung kriegt vor Entzückung, weil er die tollen Mechanismen hat. Nein, das hat er nicht. Der abstrakte Strategiespieler hat seinen Glücksmoment darin, und ich kann das durchaus nachvollziehen, hier Fallen aufzubauen, zu knobeln, sich zu überlegen, wie mache ich das? Also, wie schaffe ich, dass ich hier zum Beispiel eine wirklich sehr abstrakte und sehr bizarre Sache, die ich jetzt hier konstruiere, wie schaffe ich es, dass ich hier Kombos erstelle, dass wirklich keiner mehr dran vorbeikommt? Wie schaffe ich es, jetzt zum Beispiel hier die vierte Reihe reinzutun? Okay, jetzt wird einer gewertet, das wissen wir ja schon, das machen wir, also werten wir diese Reihe hier. Ich kann mir jetzt aber auch aussuchen, ob ich diese werte oder diese. Ich entscheide mich dafür, diese zu werten. Nächster geht rein, zack, weil ich ja einen weiteren Zug habe. Jetzt entscheide ich mich, diese zu werten. Immer für 0 Punkte. Nächster Zug, dieser geht raus hier. Und jetzt habe ich 2, 4, 6. Wenn ich diese 6 werte, kriege ich immerhin schon mal 8 Punkte. Das mache ich jetzt, zack, 8 Punkte. Und dann könnte ich fast gewinnen hier. Das will ich aber ja noch nicht, weil 3, dann müsste ich nochmal werten. Das will ich nicht. Also, jetzt habe ich 8 Punkte gemacht. Diese Knobeleien, das ist es, was Spielern von Shiftago, Baragoon oder anderen abstrakten Strategiespielen Spaß macht und mir auch. Und das ist auch, was das Spiel auszeichnet. Ja, das war Cyrils Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils. Ihr habt soeben Shiftago gesehen aus dem Hause Viva Spiele aus München. Eine Produktion, die mir von der Qualität her absolut gefällt. Vom Spiel auch überzeugt. Also für denjenigen, der über abstrakte Strategiespiele nachdenkt, schaut euch das mal sehr genau an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.